In den USA waren die Ponycars erfolgreich, was Ford Anfang 1969 zur deutsch-britischen Gemeinschaftsentwicklung, dem Ford Capri, animierte. Auf dem Brüsseler Automobilsalon im Januar 1969 war es dann soweit. Der Ford Capri, der ursprünglich Ford Colt heißen sollte, wurde vorgestellt. Schon einen Monat später begann der Verkauf. Von Anfang an gab es 5 Motoren und Ausstattungsvarianten. Während England auf die 1,3 Liter und 1,6 Liter Motorisierung der Kent-Motorenfamilie der Cortinas zurückgriff, setzte man in Deutschland auf 3 Motorenvarianten. Den 1300 Kubik, 1500 Kubik und 1700 V4 Aggregat. Allen Capris gemeinsam ist das unverkennbare Äußere. Lange Front und kurzes Heck. Der Seitenlinie entlang zieht sich ein hockeyschlägerförmiger Wulst bis über den hinteren Radlauf. Die Sicken vor dem hinteren Radlauf simulieren den sportlichen Lufteinlass, ähnlich wie beim Vorbild dem Mustang. Eine Hutze auf der Motorhaube weist auf die leistungsstärkere Variante hin. Ein Familiencoupé mit dem Flair eines echten Sportwagens. Die Ford-Bilanzen bestätigten den Erfolg des Konzepts. Bereits in den ersten Monaten verkauften sich 50.000 Fahrzeuge. Dies lag unter anderem auch an dem günstigen Preis der einfachsten Variante. So war die 1,3 Liter Version bereits für 6.995 Mark zu haben. Nachdem Ford begann, die leistungsstarken RS 2600 Versionen auch im Tourenrennsport einzusetzen und damit ab 1971 auch Erfolge feiern konnte, begann die Ära des Capri-Tunings. Mit ein Grund, warum heute nur noch wenige Originale erhalten sind. Technisch gesehen waren die Ur-Capris einfach konstruiert und auf einer neuen Chassisbasis aufgebaut. Einzelradaufhängung vorne mit unteren Querlenkern, MacPherson-Federbeinen und Querstabilisator bilden das vordere Achsensemble. Ebenso einfach war die Hinterachsenkonstruktion aufgebaut. Aufgehängt an Halbelliptik-Längsblattfedern, Stoßdämpfern und Schubstreben. Dennoch bescheinigten Fahrzeugtester den Capri-Modellen eine herausragende Straßenlage. Man musste nicht mit einem Überschieben der Vorderräder oder dem Ausbrechen des Hecks rechnen, wie bei zahlreichen ähnlichen Fahrzeugen. 1973 veränderte Ford erstmals einige Details an den Capri-Modellen. Äußerlich zeigte sich ein kleines Facelift mit Rechteck- und Doppelscheinwerfern, Blinkern in den Stoßstangen und vergrößerten Heckleuchten. Im Inneren wurden die Sitze geändert und auch das Fahrwerk wurde komfortabler ausgelegt. Wirtschaftlich gesehen war 1973 für Ford das erfolgreichste Capri-Jahr. Im August 1973 wurde der 1.000.000. Capri seinem Besitzer übergeben.